Wollen wir mal drüber reden, warum ein Esel aus seinem kommt? Ich meine, was hast du denn erwartet? Eine Kuh? Was die Bäuerin nicht kennt, das melkt sie nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand hier draufklickt, der zum ersten Mal meine Videos schaut und sich jetzt sagt... Sie haben exakt 2 bis 3 Stunden Zeit, sämtliche Videos zu entfernen. Ansonsten schwöre ich, ich finde sie und ich mache sie fertig. Die waren leider auch nicht Zeuge unseres aktuellen Trauerfalls, der die Community nachhaltig erschüttern wird. Rest in peace, Seths Dosentomaten. Oh, kleine Tomatendose, du kommst jetzt mit. Dich rette ich. Diese Tomatendose, die steht für mein Überleben. Hier, oh nein, hier war keine Tür. Nein, meine Tomaten! Nein! 2024 bis 24. Ich möchte nicht drüber reden. Eine Schweigeminute für den gefallenen Bruder. Okay, soll dann auch wieder reichen. Weiter geht's mit dem aktuellen Programm. Josef, warte mal kurz. Also die Leute haben ja schon einiges richtig gemacht, dass sie jetzt hier sind. Aber die wissen vielleicht noch nicht, dass es sonst wo auch noch sehr viel mehr Seth gibt. Zum Beispiel auf Seth for Fun oder auf Seth Uncut. Mega die krassen Videos. Darf ich jetzt bitte? Wir müssen uns heute nämlich Project 13 Taxidermy Trails widmen. Und selbst wenn Seth 2 recht hat, abonniert Seth Uncut für mehr Seth, längere Videos, mehr Content und allgemein... So einen Prügel in der Hose. Das hier wird absolut sick. Ihr könnt euch an Project 13 erinnern, oder? Oh komm schon, dreh dich lieber um, Alter. Ich bin nämlich ein echter Veteran. Ja, genau. Da sausen die Muffen in seiner Slimfit-Pants. Ich glaube, so eine der besten First-Person-Einträge in diesem Iron-Observation-Duty-Genre bislang. Und das hier soll noch mal eine ganze Schippe draufsetzen und übelst krank sein. Ich glaube, wir sind in so einer Art Museum für ausgestopfte... Ja, was man auch immer ausstopfen kann, so alles. Träume und Hoffnungen, dass ihr dieses Video liked, zum Beispiel. Anleitung. Bitte verpassen Sie nicht die Anomalien. Ach was, das überrascht mich jetzt. Also falls da eine ist. Ansonsten kriege ich als Ausgleich ein Tinder-Match und habe dann leider anderes vor. Reporte die Anomalien, fallen, wenn du deinen Rundgang beendest. Und falls keine Anomalien gefunden sind, dann reporte nicht. Also es funktioniert genauso wie das erste Project 13. Nach dem 13. Durchgang habe ich gewonnen und kann raus. Warum freue ich mich einerseits und andererseits möchte ich mich übergeben? Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein kleiner Laufgänger, nenne ich sie gerne. Das ist so das Gimmick dieser Art von Spielen mittlerweile, glaube ich, oder? Oh, die haben auch hier ihre ganz eigene Party, ne? Na, heute wieder einen Mond an? Ich glaube, da haben sie irgendwie die falsche Gattung ausgewählt. Na, bist du wieder das Öbchen? Nein, bist du ne... Nein. Oh nein. Das ist Vereinsvorsitzender vom internationalen O-Bein e.V. Nein, ich will kein Clubmitglied werden. Was? Warum verfolgt ihr mich? Tut er? Oh mein Gott! Was? Wollt ihr gerade seinen Wanz gegen mich rammeln? Ich möchte von keinem deiner Körperteile gerammelt werden, bitte! Oh, Digi, der sieht auch irgendwie aus, als hätte er... seinerzeit den Herr der Schildkröten ausgebildet oder so. Ich weiß auch nicht. Hi. Oh. Nicer Rüssel. Um das Kompliment, was ich oft empfange, auch mal weitergeben zu können. So. Verstehe. Wir wissen, worum es hier sich geht und dreht und kreucht und fleucht. Aber was genau das ist, das müssen wir herausfinden. Ich kann nicht, wenn jemand guckt. Was steht da? Was ist da? A Security! Was? Ich stopf die Tiere auch gerne selber aus. Oh Gott. Oh, ein Wikinger würde da jetzt einen Schluck Met draus trinken. Okay, hier ist ein Affe. Oh, wie soll ich mir das alles merken? Gibt's eigentlich so eine Museen oder ist das so ein amerikanisches Ding? Ich habe sowas nur, also ich meine, ausgestopfte Tiere schön und gut, aber so. Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen morbider auch. Das soll ich mir alles merken? Oh, ihr verändert euch. Oh, ihr werdet die Gesichter verzerren. Oh, nicht bloß bei. Warum sehen die gleich aus? Wieso?
Oh, da haben sie aber zwei gefunden. Shared experience, win a golden ticket. Oh, die muss ich genau unter Beobachtung stellen. Alles klärchen. Fällt mir irgendwas Komisches auf? King Kong? Oh, da haben sie aber noch ein gutes Exemplar gefunden, muss ich sagen. Wahrscheinlich aus Japan. Boah, ist das krank, Alter, wieso? Oh nein! Falls es sowas nicht gibt, also, ne, um auf die Frage zurückzukommen, ich hoffe es einfach, dass es einfach so ein ausgedachtes Ding. Also ich meine, es ist ja schön und gut, wenn es Figuren sind, aber es sind noch Figuren. Mit Blick auf die Frau. Aber so, wenn du dir denkst, ja, es waren mal alles lebende Tiere und jetzt bat man die da so, also irgendwie finde das nur ich übelst strange. Nase an Nase mit der Natur. Oh. Weiß ich nicht. Nase an Nase mit so einem weißen Häuflein voll Glück. Das würde mich auf jeden Fall ein bisschen weiter bringen. Hallo! Junge, knackige Frau! Oh, das ist der Souvenirshop. Geile Tastatur, Alter. Aerodynamisch. Okay. Oh Gott! Sie ist ein Chamäleon! Verdammt! Mit dem einen Auge schaut sie auf die Tastatur, mit dem anderen überwacht sie den Bildschirm. Oh mein Gott. Jokalom Taxidermy Museum. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas reporten soll. Ich lass das mal. Okay, das war anscheinend richtig. Verstehe. Es war nichts Komisches da. Das heißt, das war der Ausgangszustand. Ich weiß nicht, was ich mir alles merken muss. To be honest. Vermutlich also alles, ne? Wir wissen Bescheid. Oh nein. Help me. Wir müssen halt diese Tiere, ne? Da. Also, ich gehe mal davon aus, wenn ich an Project 13 denke, sind diese Sachen zwar teilweise subtil, aber wenn du auf etwas schaust, ist es schon merklich, dass es irgendwie nicht dazugehört. Also das ist nicht so fies, glaube ich, dass die hier irgendwie was anderes reinpacken. Also sofern du hinschaust, ist es dann schon wirklich irgendwie was. Was ist das? Was zur Hölle soll das sein? Das ist aber cool. Oh mein Gott! Ich wollte schon gerade fragen, das Alterchen ist nicht mehr da. King Kong hat so ein bisschen, guck mal, ein bisschen rote Augen. Es ist nice gemacht. Oh, hi, warst du da? Ich kann mich an dich gar nicht erinnern. Honig? Der hat so einen dicken Bauch. What the fuck? Oh Gott, ich will überhaupt nicht drüber nachdenken, Alter. Da ist nur Watte drin, Sef. Nur Watte. Oh, den report ich. Gar kein Bock, Alter. Oh, ihr Freaks, Junge. Können wir... Yeah, thank you. Okay, das war korrekt. Warte, ich will nochmal den Bienenmann sehen. Falls er da ist. Hier irgendwas anderes? Irgendwas komisch? Die sehen auch irgendwie ausgestopft aus. I'm super sorry. So eine Scheiße. Okay, alles, was mir komisch vorkam, da muss ich jetzt mal kurz hinschauen. Wo ist der Typ? Wo ist er? Kommt er? Okay, er kommt. So, was ist hier drin? Okay, dieses komische... Whatever. Korallen-Meteoriten-Abfall-Ding. I don't know. Wir müssen uns vielleicht ihn auch nochmal richtig anschauen. Die hat eine Brille. Die hatte doch keine Brille. Du siehst richtig schick aus damit, Alter. Diese Frisur ist so geil. Okay, die beiden wieder. Die sehen halbwegs normal aus. Ich glaube, also... Für ein Spiel wie dieses normal. Das sind ganz andere Kategorien, in denen wir uns bewegen. Ach, der ist echt!
Der steht hier! Was? Oh, lass den bitte nicht ausgestopft sein. Oh, ich habe ganz viele Fragen. Was habe ich denn dann gerade reportet? Hä? Hatte der eine Brille? Ich weiß es nicht. Das das wäre so lächerlich, ne? Wenn ich das jetzt reporte und ich, Ach du Scheiße. Nein! Nein, der hat eine Brille? Warte, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh nein. Ach. Das wird richtig schwer, glaube ich. Okay, lass uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Wir müssen halt alles lernen. Das braucht Zeit. Das Pferd. Das kann aber auch mal eine Texturüberarbeitung gebrauchen. Ja, es ist nicht richtig zeitgemäß, würde ich sagen. Oh, der hat wirklich eine Brille. Ich fass das nicht. Ich habe das nicht gesehen. Da auch so null drauf. Also, ich weiß, so diese Gesamterscheinung, die ist mir eher untergekommen. Okay, die Hasenschule. Ist denn der Lehrer ein Ziegenbock? Das ist absolut... Also, das ist wirklich... Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Nase an Nase mit der Natur. Boah. Aber irgendwas kann an dem bestimmt auch komisch sein. Ah. Und du? Sind die Stofftiere... Wow. Wow, okay. Da haben wir's. Da haben wir auf jeden Fall eine. Das ist nicht normal, Alter. Und ich bin nicht wirklich ein Experte, wenn es um normale Sachen hier geht. So. Wir nehmen uns etwas Zeit. Ja, das sieht gewöhnlich aus. Das ist jetzt so die erste bewusste Anomalie, die wir gesehen haben, by the way. Ich sag's nur. Zwei so... Ja, Raben, der sind so... Adler oder so? Von der Größe her? Ich bin mir nicht sicher. Das ist schlecht. Oh, der hat was im... Der hat was im Maul. Oh, der hat ein Stück Fleisch im Maul, oder was? Oh mein Gott, fuck! Holy shit! Oh, Alter! Okay, es reicht. Ich bin fassungslos! Ich bin fassungslos! Das werde ich... Das gibt aber nur ein von fünf Sternen auf Google. Das kannst du aber wissen, Schätzelein. Boah! Ja, da war was faul. Kann man so sagen. Alright. An dem Durchgang, wo ich dachte, seine... Grinst der? Wo ich dachte, seine Brille wäre gespawnt. Da war dann offensichtlich nichts los. Sehr interessant. Ich habe auch tatsächlich jetzt nicht irgendwie was bemerkt, wo ich denke, das passte so in der Art nicht rein. Hm. Kann halt auch sein, dass da so ein Wolf fehlt. Also wenn, dann werde ich es nie erfahren wahrscheinlich. Hi, du siehst relativ normal aus. Das hier ist auch okay. Ey, wenn der da Godzilla reinbaut. Ich werde brüllen. Vor Amüsement. Das ist klar. So, die Hasen und der Ziegenbock. Die Schafe. Und der Herr der Schweine. Der Honigmann. Der Schwangere. So, der Geiz, ne? Warte mal. Hier die Typen? Auch alles okay. Ich würde sagen, ich reporte nichts. Willst du dazu einen Kommentar abgeben, Alter? Boah, wenn ich hier klaue, ne? Was will er tun?
Weiß nicht, vielleicht hat er einen schwarzen Gürtel in irgendwas. Nasi Goreng oder so. Da liegst du auf dem Boden, ehe dich versiehst. Nee, okay, okay, okay. Der sieht so aus, als hätte er etwas zu verbergen. Unmenschlich, unfassbare Fähigkeiten. Okay, junge Dame. Irgendwelche Merkwürdigkeiten hier? Bis auf ihren sehr, sehr engen Rollkragenpullover, zu dem ich absolut keinen Kommentar jemals abgeben werde. Ich gehe weiter. Oh, da war nichts. Oh, gut zu wissen. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, so rein rechnerisch, hier ist wieder irgendwas Schlimmes am Start. Wird es mich wieder erwischen wie der Bär? Ich glaube, 13 Runden müssen wir latschen, ne? Dann sind doch, wenn wir jetzt 5 schaffen, ist doch das schon mal gut, so für den Anfang. Oh, waren da unten immer Füchse? Die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube schon, oder? Also nicht bewusst. Aber jetzt, wo ich da drauf gucke, denke ich, vielleicht habe ich sie doch so im Augenwinkel erspäht. Huh. Das sieht noch relativ lebendig aus, Alter. Oh, Alter. Der Typ macht mich fertig. Der Elch war hier auch schon immer, ne? Wie die guckt. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich will es einfach nicht. Nee, lass sie. Alles cool. Oh, ich würde gerne irgendwas reporten. Weil ich nicht glaube, dass zweimal hintereinander nichts ist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Oh. Ich muss das auch mal aus mehreren Winkeln betrachten hier vermutlich. Okay, so kleines Krokodil, Schildkröte. Da ist eine Spinne. Ich glaube, das ist alles normal. Was zur Hölle ist... Dieser lange Schwanz? Gibt's so Schildkröten? Hier nicht normalerweise ein bisschen kürzeren Pürzel? Oder verwechsel ich das mit mir? Keine Ahnung. Das sieht auch okay aus? Oh, keine Ahnung. Oh, das wird, glaube ich, ein Fail. Weiß ich jetzt nicht. Okay, ist bei dir hier irgendwas los? Fuchs und Hase sagen sich im Regal gute Nacht, aber ich möchte gerne irgendwas finden. Aber ich kann nichts finden. Boah, ganz schwer zu sagen. Im ersten Teil war auch sowas wie an den Decken oder am Boden oder dass sich irgendein Muster ändert. Das waren so die fiesesten Sachen. Irgendeine geheime Inschrift an der Wand, da kann ich mich erinnern. So ganz blass. Irgendwie so ein paar Zahlen oder so. Aber da irgendwie... Oh. Nee, weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe erstmal nichts. Ich werde jetzt mal nichts reporten. Ist bestimmt falsch. Oh, what? In jedem Falle? Gut. Gut, dass ich mir nochmal alles angeschaut habe. Weil umso mehr lerne ich, was hier normal ist. Definitiv nicht meine Anspannung jedes Mal, wenn ich ein solches Game starte. Das ist auf jeden Fall klar. Okay, wo ist der Typ? Warum kam der beim ersten Mal so schnell eigentlich? Okay, da ist er. Vielleicht haben sie sich jetzt an mich gewöhnt. Sie wissen, ich bin keine Gefahr. Ich mache hier einfach meinen Rundgang und das möglichst 13 Mal und dann ist alles cool. So, sieht normal aus. Vielleicht hat er auch irgendwas am Rücken. Das könnte ich mir vorstellen. Irgendwas in seiner Hand, maybe? Hand ist auch so ein bisschen so ein Ding. Spreche ihn nicht drauf an, Sef. Spreche ihn nicht drauf an. So. Hier kann man auch irgendwas Cooles reinbauen. Boah, da bin ich schon gespannt drauf, was er damit macht.
Man hört's kratzen. Boah, so ein Ausstopfmuseum ist halt auch tatsächlich was wirklich Creepiges, ne? Ich will das nicht. Okay, reported. So, Nummer 5. Nein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie lang kann ich das? Das ist jetzt für mich ein gutes Erfolgserlebnis, to be honest. Also, in den einzelnen Schubladen hier geht auch die Luzi ein bisschen ab. Oder wie soll man das nennen? Keine Ahnung. Ausstellern. So. Alles cool zunächst. Seine Hand war das auf jeden Fall nicht. Das ist normal. Normal. Warte. Doch jedes Mal glänzt dein güldenes Haar mehr. Alter, hier ne. Das ist ja alles eine abgekaterte L'Oreal-Werbung. Oh, guck mal hier! Ah! Alter! Whatever! Ja, aber schön! Das ist Nummer 6! Boah, wir kommen, glaube ich, ganz gut klar. Überraschenderweise. Vielleicht liegt es daran, dass ich das letzte erst bis vor kurzem gespielt habe. Wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte. Wenn wir jetzt noch eins schaffen, haben wir die überschritten. Wird das hier keine 2-Stunden-Session? Das ist doch mal auch was. Ich habe das Gefühl, dieser Bär, der grinst mich an. Oh. Ich weiß nicht warum, ich habe so ein Gefühl, dieser Hirsch, dem traue ich was zu. Ich glaube, damit könnte auch irgendwas sein. Dass er irgendwie die Augen verändert oder irgendwas. So. Der sieht aus wie immer. Boah. Ey, wenn dieses... Ist hier schon immer ein Schwein gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Boah, ich glaube, das ist irgendwie zu normal. Warum die auch immer da ein Schwein hinmachen würden. Puh. Hat der Ziegenbock eine andere Haltung? Ich weiß es nicht. Schwierige Nummer. Boah, jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt bin ich ein bisschen überfordert in dieser Runde. Ist wieder so ein Punkt, wo ich es nicht weiß. Wo ich fast sagen würde, es ist nichts da, aber vielleicht ist es doch da und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ha. So, ist hier irgendwie was los? Nee, sieht alles okay aus. Boah. Ich will meinen Fortschritt aber nicht versauen. Ich würde einfach mal sagen, da ist kein Schwein. Da ist ein Schwein normalerweise. Ich werde jetzt einfach nichts reporten. Shit! Was war's? Was war's? Oh, nee! Oh. Und die Dinger, die ich schon hab, die kommen nicht wieder erstmal. Oh, nein! Oh, man möchte ein bisschen weinen. Das gehört alles dazu. Oh shit, guck mal! Wie geil ist das bitte? Ja, hier hängt ein Schwein. Boah, was weiß ich, was das war. Das kommt nochmal, weil ich es ja nicht reported habe. Okay, das ist normal. Je mehr ich mich bei Sachen frage, wo ihr euch vielleicht denkt, oh Seth, das ist doch klar, dass das schon immer da war, desto mehr weiß ich es dann. Nachher. Wisst ihr, was ich meine? Also, alles ist schlimm. Okay. Haben wir geschafft. Oh. Hier
fehlt mir irgendwie noch ein Fenster. Geht's euch auch so? Ja, ja, ja. Ja. Ich würde sagen, nichts. Nichts bisher. Der hat nichts in der Hand. Also mit dem Typen, also da ist 100 pro was. Ich würde sagen, hier ist nichts. Oh, vielleicht übersehe ich's. Kann gut sein. Bei ihmchen hier? Irmtraut! Nee, alles Roger. In Gambodja. Yippie! So! Es ist immer irgendwie nicht befriedigend, nicht zu reporten, auch wenn man dann einen Punkt kriegt. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ah. I mean. Ich halte das nicht für natürlich. Ich glaube, wir müssen nicht weiter gucken, oder? Das können wir reporten. Ist 100 pro nicht normal. Machen wir es uns mal leicht. Yeah. Nummer 3. Okay. Wo war ich stehen geblieben? 6, glaube ich. Das war mein Rekord bislang. Pah. So. Hirschilein ist normal. Das hier auch. Da hatten wir auch schon eine Veränderung, tatsächlich. Godzilla ist immer noch nicht aufgetaucht. Zu meinem Leidwesen. Was hast du da am Bein? Ach, da glitscht nur, das glitscht nur davor. Okay, lass dich mal anschauen. Oh, shit! Meine Cam! No! Seit wann? Boah, sag doch Bescheid! Ach du Shit! Na toll! Geht das wieder los? Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Okay, also... Das ist auch eindeutig. Yeah. Sehr gut. Nummer 4. Was können wir jetzt machen? Hier ist nichts. Hirsch sieht okay aus, oder? Oh, wait. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, also bei dem Boy bin ich mir absolut sicher. Irgendwas kommt da. So, er hier ist auch, glaube ich, abgehakt. Soweit. Da passiert bestimmt nicht nochmal was. Glaube ich irgendwie nicht. So, dann würde ich jetzt fast sagen, hier ist wieder... Wenn es jetzt nicht irgendwas Krasses auffällt, dann reporte ich nichts. Ja... Uns wird was Krasses auffallen. Was ist hier los? No! Die war auch bislang sehr konservativ. Die Arbeit hier hat sie veranlasst, jetzt von gewissen Dingdungen zu naschen. Vielleicht nicht so gut. Überlass das den Fachkräften, die hier die Tiere damit aufspritzen oder was auch immer. Bleh. Alright. Nichts bislang, was auffällig wäre. Er ist gut. Joa, ich guck mir den Typen trotzdem mal an. Von vorn vielleicht zumindest. Um vorbeigehen. So, sollte okay sein. Wie gesagt, vielleicht hat er auch was in der Hand oder so. Aber ich glaube nicht, dass der zwei Anomalien hier reinmacht, die sich auf seinen Rücken beziehen.
Oder auf die Perspektive von hinten, das glaube ich irgendwie nicht. So. Okay. Ich glaube, ich report nix. Nein! Fuck! Oh mein Gott, das war knapp! Boah, zum Glück habe ich das nicht durchgeschritten. Alles klar. Alles klar, wir haben's. Wie gesagt, das, was wir nicht reported haben, das kommt nochmal. Weil das nicht erkannt wurde. Okay, cool. Ja? Ja? Bewegt sie sich? Nee. Ich höre was. Wo kommt das her? Ich höre was. Hört ihr das auch so ein... Hier. Wo ist das her? Boah, keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehört. Oh, sie sieht anders aus. Oder? Sie hat ein Kleid, so ein rosa Kleid an, das hat sie vorher nicht gehabt. Ich glaube schon. Ein Report mal. Yes! Oh. Tja, Leute. Was soll ich sagen? Irgendwer kann da wohl seinen vorlauten Schnabel nicht halten. Machen wir es uns leicht, würde ich sagen. Bringen wir uns in eine kleine Erschöpfung. Ich habe ein wenig Angst vor, wie gesagt, den Sachen, die ich nicht reported habe. Das ist ein bisschen... Holy shit. Muss ich durchrennen? Ich meine, das ist super duper eindeutig. Oh nein! Bitte was? Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Was war das? Oh nein. Oh, come on. Ich bin da voll reingelaufen. Oh, das ist nicht wahr. Tut ihm das was an? Und das Spiel denkt, ich hab's nicht reported. Also ich hab's nicht gesehen. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ach, damn. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wie viele Anomalien habe ich gefunden? 12. Okay, es hat nochmal mehr als doppelt so viel. Boah, fast dreimal so viel. Gut. Ich hatte nämlich beim ersten Teil das Problem, dass, ich irgendwann in den Cycle gekommen bin, dass alle erschöpft waren und dann wurde ich resettet. Dann hat sich's natürlich einfacher, aber das zackt, weil ich da weit gekommen bin. Was ich natürlich, wovor ich auch Angst habe, ist, dass ich jetzt die ganzen Sichtbaren weg hab und jetzt nur mit den Unsichtbaren zu kämpfen hab. Also so oder so, es läuft nicht so geil. Okay, Leute, ich musste gestern leider los. Das hatten wir doch schon. Moment, ich hab das nicht zurückgesetzt, ich schwör. Das ist der Beweis. Also können die Sachen auch nochmal kommen? Weil das ist interessant. Das habe ich nicht gewusst. Oder ist das... Oder haben sich da zwei Sachen überschnitten? Nee, warte mal, der Jumpscare hat mich jetzt, ne? Ja, in der Tat. Alright. Ja, es ist nicht so schlimm, dass wir da gestorben sind. Am Ende... Oh, warte mal. Das rosa Kleid ist normal. Interessant. Hätte ich jetzt eh hier nochmal anfangen müssen. Insofern starten wir jetzt einfach mal rein. Und ich habe mega Bock, das hier durchzuziehen.
Und ich weiß, ich habe mit den Worten abgeschlossen. Ah, läuft vielleicht jetzt overall dann doch nicht so gut wie gedacht. Jetzt, wo ich mehrfach gestorben bin und schon für meine Verhältnisse, glaube ich, relativ weit kam. Aber ja, an sich, ich glaube, das, was wir hier sehen können, da sind einige Dinge dabei, die doch, ja, mindestens halbwegs irgendwie auffallen. So. Wir bleiben einfach mal optimistisch. So, mein Freund. Na? Ein offener Rücken kann uns entzücken? Nein, diesmal nicht. Das heißt, ich muss aber auch auf wirklich, wirklich alles nochmal drauf achten? Oh, also, ich weiß nicht. Das ist ja ein bisschen... Ich dachte, das könnte ich abhaken. Das würde es dann vielleicht aber auch irgendwie zu einfach machen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Würde es das? Boah. Na gut, Amin. Wenn ich hier irgendwelche Geräusche höre und so, dann weiß ich halt ungefähr, wo ich gucken soll. Ein bisschen was haben wir ja schon gefunden. Boah. Okay, ich würde mal sagen, hier ist nichts. Am I right? Yep. War nichts. Alles klar. Ach, da schon wieder. Es ist wie, als würdet ihr das Video ab ungefähr 30 Minuten rückwärts gucken. Aber es soll auch nicht mein Problem sein. Immerhin, die kennen wir schon. Ich meine, die sind uns auch so aufgefallen, nur... Let's go. So, das ist Nummer 3. Und wir haben immer noch sehr viel Spaß dabei. Die Kinder, Alter. Die sehen schon ohnehin irgendwie ein bisschen verschoben aus. Wie ich, wenn ich mit dem Game fertig bin, vermutlich. Aber die werden bestimmt auch nochmal ihre finsteren Fratzen mir entgegenrecken. Mir den letzten Funken Verstand rauben, der noch übrig ist. Nach all den Jahren FNAF. Kommt eigentlich mal wieder ein gutes FNAF-Fangame raus? Jetzt, wo ich hier einmal dabei bin, Alter. Ich weiß nicht. Ich meine, manche sind ja echt auch super spaßig, aber es wird tatsächlich aktuell gerade ein bisschen selten. Ich glaube, Nixon, der Erfinder von Joy of Creation, der arbeitet jetzt schon eine ganze Weile an einem, einem weiteren Teil oder einem anderen Spiel. Und darauf freue ich mich, weil das hat sich gerade bewegt. Ziemlich awesome aus. Nur, ihr wisst halt, Qualität... Das dauert. Boah, shit. Ich glaube nicht, dass hier nichts ist. Ah, aber was? Bei ihr? Da Tentakeln im Regal? Nee? Das Ding ist halt, Leute. Morgan Freeman, Alter. Ich finde halt nichts. Aber ich glaube dem Spiel das nicht. Macht das irgendwie Sinn? Ich glaube nicht, dass er zweimal hintereinander einfach nicht spawnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe halt auch keine Beweise fürs Gegenteil. Das ist mein Problem. Oh, ich muss mich auf die Null einstellen. Oder? Ah. Irgendwelche Veränderungen an den Decken habe ich bislang auch gar nicht wahrnehmen können, tatsächlich. Da weiß ich nicht, wie das aussieht. Oder hier die... Ja, was ist das hier? Das ist ein Teppich auf jeden Fall an der Seite. Boah, keine Ahnung. Okay. Wir reporten nichts. Was ich nicht vergessen darf, ist mir die Poster immer sehr gut anschauen. Ja, ist das jetzt hier normal, Alter, mit diesen... Es ist halt sowas von AI-Art, ne? Boah, keine Ahnung, ey. Das erste war, da war nichts los. Jetzt würde ich schon wieder fast sagen, es ist nichts. Da hängt so ein Schädel über denen, aber ich meine, sind halt hier auch in einem Tiermuseum. Boah, ist das schwierig.
war tatsächlich zweimal nichts. Immerhin weiß ich jetzt, was ich hier zu tun habe. Gut, 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 gut. Immerhin. Na? Komm, lass stecken, Großer. Oder so. Okay, wo steht noch einer von den Herrschaften? Dort drüben. Alles klar. Komm, tu es. Tu das Ding. Yeah. Sehr gut. Hier ist noch einer. Vorsicht. Noch irgendwo einer? Ich glaube nicht. Wir haben auf jeden Fall was zu reporten. Gut. Ist allerdings jetzt auch nur Nummer 3. Insofern... Hat das jetzt gezählt? Habe ich das nicht vergangenes Mal schon geschafft? Oder hat das irgendwie nicht gespeichert? Das ist ganz merkwürdig manchmal. Müsste davon ausgehen, er würde das saven, aber er... Nee. Macht den Flur hier immer wieder zu einer Sumpflandschaft. Ich meine, ist okay. Macht das gerne 13 Runden lang. Dann bin ich zufrieden. Oh, wow. Ach du Scheiße. Alright. Das kenne ich doch nicht. Sehr gut. Aber wir haben eben nochmal verloren. Wir sind erst bei, ich glaube, 2. Ah, schon okay. Eigentlich nicht. Oh, oh, ich hab's doch gesagt. Ah. Ja, krass. Die Poster. Auf jeden Fall. Das hat ihr ja im ersten Teil auch schon so hart durchgezogen. Und zwar eine Anomalie für jedes Poster. Das heißt, ich muss immer wirklich jedes einzelne auch angucken. Muss ich mir merken. Ja, ich hab wieder verloren. I'm sorry. Ach, du wirst doch das nicht nochmal machen jetzt. Nee. Das wäre witzig. Hat jemand schon erlebt? Ich meine, wie gesagt, es scheint irgendwie keinen Einfluss drauf zu... da... jetzt es drauf zu haben, dass ich das schon gesehen habe vor kurzem. Insofern... Ich frage mich, ob hier irgendwann mal irgendwo ein abgetrennter Kopf auf einem dieser Plastikstühle gelegen hat. Wo ich einfach so vorbeigehe und sage, mir fällt einfach nichts auf. Ist irgendwie nichts merkwürdig, komisch. Seht ihr was? Ich glaube, ihr könnt gar nichts sehen, weil gar nichts da ist. Ja. Darauf freue ich mich schon, Alter. Okay, du bist normal. Oh. Das kenne ich auch noch nicht. Bestimmt ist es so, dass kurz hintereinander nicht dieselben Anomalien spawnen können. Nur wenn du zwischendurch mal verloren hast. Dann wiederholt es sich, denke ich mal. Ich habe es gesehen. Und worauf ich auch achten möchte... Ob sie da wirklich immer ein Schaf, also ein kleines in den Händchen hält. Weil, also da würde ich was verstecken. Wenn man sich so fragt, was würde man selber tun? Oder wo würde man es platzieren in diesem Szenario? Dann wäre dort auf jeden Fall ein Ort. So, wir sind bei 4. Mal gucken, ob wir ein bisschen weiterkommen. Ich habe so ein Gefühl, das ist noch nicht der Run. Hier werde ich es vielleicht noch nicht schaffen, dafür kenne ich... noch zu wenig Sachen. Das ist nämlich das Ding, ne? Manchmal habe ich den Eindruck, Dinge bewegen sich, Alter. Das ist ganz komisch. Vielleicht auch dieses Gefühl, was das Spiel mit einem macht, ey. Boah. Ah. Was würde ich sagen? Ach so, das Ding ist, wie, also, man kann es, oder man schafft es eher... wenn man die Sachen, die hier passieren, auswendig weiß. Und ich weiß, dass das... Der Typ ist nicht da. Oh, der Typ ist nicht da. Ah. Das wirkt so ein bisschen kontra zu dem eigentlichen Zweck. Was es auch ist. Oh, Scheiße. Holy shit. Shit, der hatte die Schnauze voll. Alles klar. Ja. Ja, aber so funktioniert's halt, ne? Ah, ich kann einfach meine Sätze nicht beenden. Es passiert so viel. Das ist schon krass. Der scheißt halt auch einfach drauf. Das ist dem alles scheißegal, hier, dem Entwickler. Das ist schon nice.
kann jedes Mal wieder, aber das macht auch so ein gutes Spiel von diesem, ja, ich sag mal fast schon Genre aus, dich halt zu überraschen, dich zu schockieren, mit Dingen zu, ja, dir vorzuwerfen, die, mit denen du einfach nicht rechnest. Weil es halt teilweise extrem absurd ist auch. So. Apropos absurd. Da hat wohl jemand sein Händchen zu tief in den Bienenstock getunkt, ne? Mein Freund, Alter. Nicht so viel vom Honig naschen. Das bekommt dem einen oder anderen nicht so gut. Okay, wir sind bei 6. Was war unser Rekord? 7? Hatten wir... Warte mal, hatten wir jemals 7 geschafft? Ich glaube, wir hatten 7 geschafft. Oh, guck mal hier. Okay. Gut. Das ist jetzt 7. Wenn wir noch eins danach schaffen, dann ist es Rekord. Aber wir hatten jetzt vielleicht auch Glück, dass die Dinge, die sich, ja, die hier passieren, einfach so eindeutig sind. Die Sache ist, ich war mir manchmal schon so sicher, dass nix ist. Und dann habe ich nichts reported und ich habe gefailed. Und das finde ich ein bisschen gruselig, irgendwie so. Dass ich irgendetwas übersehen habe. Und ich bin wirklich von vorne bis hinten nochmal gelaufen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts reporten, dann gehe ich hier nochmal zurück und gucke alles nochmal an. Aber irgendwie ist es mir nicht aufgefallen. Und dann habe ich Angst, dass es sowas ist wie die Bodenstruktur, die anders ist. Oder so. Aber da kannst du halt auch ganz schnell an deinem eigenen Verstand zweifeln. Das wird wieder so ein Run, oder? Okay. In diesem Abschnitt würde ich sagen, ist noch nichts. Nee, sein Rücken ist es auch nicht. Ich bete immer für solche eindeutigen Dinge. Boah, keine Ahnung, ey. Oh nein, das ist eine dieser Runden. Oh shit. Ja, ist alles normal. Nein. Keine Anomalie, gar nicht. Absolut nicht. Hat sich jemand eigentlich schon mal über diese Riesenspinne gewundert und dass das vielleicht auch nicht natürlich ist? Hm. Das ist immer noch ein Lämpchen. Oh, die Poster. Oh ja. Das begutachte ich auch viel zu selten, das Ding hier. Lieber immer. Ich bleib immer hier hängen irgendwie. Okay, ich gehe mal noch nicht. Oh, da hinten. Da siehst du das Ding schon wieder. Okay, alles klar. Ey, dann haben wir aber jetzt unseren Rekord. Leute, 5 noch. 5. Wird es vielleicht doch der Run? Sollte ich mir das zutrauen? Oh, jetzt muss ich mich hardcore konzentrieren. Komm schon. Gib mir irgendwas, was meine trüben Augen auch erkennen können. Ich wurde erhört. Oh, shit. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich da jetzt sterbe. Was mache ich denn da? Gehe ich zurück? Wie verhalte ich mich denn? Laufe ich da jetzt durch? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das war die Probe aufs Exempel, Alter. Leck mich. Nope. 9. Okay. 13 müssen wir. Also 9, 10, 11, 12, 13. Noch 5 Stück.
Oh, komm, komm. Ich darf mein Glück nicht herausfordern, Alter. Da verliere ich nur. Ach. Ich glaube, hier hat sich noch nie was verändert. Zumindest nicht, soweit ich gesehen habe. Wenn vielleicht irgendwie was ganz Kleines. Und du bist auch bislang normal geblieben. Kurioserweise. Okay. Hier haben wir schon ein bisschen was erlebt. So von ihmchen hier auch. Oh, guck mal hier. Hier, das Ding. Das Ding. Das kenne ich auch schon. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir bei 10. Komm. Okay. Oh, ich bin aufgeregt. Schaffe ich das? Ah! Zieh ich das durch, wenn ich es nicht schaffe? Weiß ich noch nicht. Doch, ich will das eigentlich. Ich will es eigentlich schaffen. Aber nicht, wenn es jetzt hier 3 Stunden dauert, wahrscheinlich. Boah. Ich höre irgendwelche komischen Sachen, irgendwelche Sounds. So ein atmosphärisches Grundbrummen. Mein Bauch ist es nicht, mal zur Abwechslung, obwohl ich noch nicht so viel gegessen habe. Ich habe auch noch keinen Kaffee. Daran liegt's, Alter. Viele Sorgen begründen sich darin. Es ist hier super laut. Es ist immer so laut. Okay. In welcher Realität sind wir jetzt? In der tatsächlich nichts geschieht? Die haben auch noch nichts mit King Kong gemacht, tatsächlich. Nee. Ah. Oh, oh, guck mal da. Oh nein, das war bloß eine... Ah, das war bloß die Spiegelung. Oh, was? Ah, ich dachte jetzt, ich hätte was gefunden. Nein. Oh Mann. Okay, die Tiere sehen okay aus. Die Gesichtsausdrücke auch. Blondes Haar, dieses Kleid, das hat sie schon immer alles gehabt. Wissen wir ja nun mittlerweile auch. Oh, hier, hier, hier. Ha! Boah, sehr gut. Zum Glück. Zum Glück gehen wir jetzt so konzentriert vor. 11. Boah, noch 3. Bitte, bitte, lass es etwas sein, was mein müder Verstand erkennt. Oh, let's go. Oder lass es zumindest richtig sein, wenn ich nichts reporte. Obwohl mich das halt echt um den Verstand bringt. Ey, ich will hier ja echt fast nichts reporten. Aber ich traue mich nicht. Wirklich nicht. Oh, Mann. Okay, die Decke. Die Deckenstruktur. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, der Boden ist auch normal. Da bin ich... Also, beim Boden bin ich mir ziemlich sicher. So, ihmchen hier habe ich schon auf dem Rücken geguckt. Das Teppichmuster, das scheint auch in Ordnung zu sein. Ich sehe nirgendwo irgendwelche Inschriften irgendwo oder sowas. Look back. Das ist nicht normal. Ach du Scheiße. Das könnte eins dieser Sachen sein, die ich noch nicht gesehen habe. 100% nicht. Ist es fies. Ist es fies. 12. 2 noch. Das Ding. Auch echt schwer zu bemerken, wenn man nicht direkt drauf achtet. Okay. Allerletzter Durchgang. Walk Attempt 13. Uff. Ich hab Schiss. Das muss ich jetzt noch schaffen. Come on. Kann's bitte was Einfaches sein? Bitte? Okay, die Jungs wirken noch normal. Da habe ich noch keine Veränderung gesehen. Hier in Ordnung.
es könnte halt auch sein, dass es halt nichts ist, ne? Boah, das würde mich fertig machen. Hi, bitte lass deinen Rücken offen sein. Bitte, ich wünsche dir nichts Schlechtes. Okay. Oh, kann ich bitte Glück haben? Come on. Irgendwas. Oh nein, der kratzt nicht. Ah, das wäre noch so die letzte Hoffnung gewesen. Es war schon lange auch nichts. Nicht nichts mehr. Weißt du wie? Okay, Leute, ich bin drauf und dran, nichts zu reporten. Weil ich finde nichts. Ist nichts da. Teppich, Boden, R. Alles cool. Ich laufe jetzt hier einmal noch ab und gucke an die Decke. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Mir fällt allerdings nichts auf. Nichts eingeritzt, keine Kratzer. Das gleiche mache ich nochmal mit dem Boden. Die ganzen Poster habe ich mir gerade schon nochmal angeschaut. Könnte es vielleicht einfach auch tatsächlich so sein, dass alles in Ordnung ist. Hier könnte was eingeritzt sein. Also jetzt rein theoretisch mal. Das wird nicht passieren, aber... Okay. Mit dem Boden ist alles in Ordnung. Der hat auch eine normale Größe, ne? Weißt du, diese Entwickler machen das manchmal, dass sie sie irgendwie abspeeden und so ein Scheiß. Es kann ja auch alles sein, dass das passiert, nur habe ich es bislang noch nicht in Erfahrung bringen können. Okay, ein Durchgang noch, eben weil das der letzte Run ist. Und ich mir sicher sein will. Boah. Es haben sicherlich sich einige schon gefragt, was der Hardcore-Mode ist. Also wenn ich es schaffe, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal kurz probieren, einfach nur um zu schauen, was das ist. Gab es ja zum Anfang im Menü als Auswahl. Freunde, ich bin mir ziemlich sicher, hier ist nichts. Ich habe jetzt auf so viel Kram geachtet. Und zwar doppelt und dreifach. Ich glaube, es ist alles Roger. Ich glaube, es ist alles okay. Einfach ein stinknormales Ausstopfemuseum. Oder wie man dazu auch immer in Deutschland sagen würde. Huh. Okay, riskieren wir's. Noch ein letztes Mal hier die Poster angucken. Ich würde sagen, ich riskiere es. Noch einmal sie. Gruß zum Abschied. Oh, oh, yes! Ah! Boah! Hätte ich jetzt verloren. Ich hätte mich so geärgert. Oh mein Gott, nice! Wir haben's! Boah, hat ja auch echt nur eine kleine Ewigkeit gedauert. Special thanks if you're still reading. Oh, cool. Ich hoffe, der macht noch weitere. Bislang haben wir sie alle durchgerockt. Dry Bread Game Development. Sehr schön. Ja, lass mich mal im Menü mal noch schauen, was hier... Ach, geil, guck mal! Ist das normal oder feiert er jetzt einfach, dass ich das gewonnen habe? Ich weiß nicht. Okay, sehr cool. Ich glaube, alle Anomalien haben wir noch nicht gefunden. Oh, 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 oh. Was passiert? So, das ist der Hardcore-Modus. Oh, das füllt sich hier mit Wasser. Oh, shit, das ist... What? Wait! Das heißt, ich habe einfach nicht mehr genug Zeit. Also nicht mehr so viel, wie ich will. Oh, verstehe. Boah, das ist ja aber gemein. Das ist aber fies. Und diese Hasenschule, da war auch gar nichts. Hier kratzt nichts rum. Ich habe einfach nur ein bisschen die Sounds. Das lenkt auch ab, dieses Wasser. Tatsächlich, wenn man jetzt sich so lange in diesem alten Modus hier aufgehalten hat. Oh, warte mal. Ja, er ist falsch. Aber wie lange braucht das, um sich zu füllen?
Oder fühlt sich das gar nicht? Doch, das wird ein bisschen höher. Hast du auch noch Schuhe an, Brudi? Doch, ah, das, guck mal. Das dauert lange. Wie lange glaubt ihr, dass die Leute hier sich aufhalten? Also, ich habe gerade gedacht, bei meinem letzten Durchgang hier, das war hardcore lange. Aber ich meine, okay, wenn man jetzt sich alles wirklich ganz genau anschaut. Ich finde, still, man hat Zeit genug. So schlimm finde ich das jetzt nicht. Aber wer weiß, auf Dauer wird es mich wahrscheinlich ankotzen. Guck mal, es sieht so aus, als wäre das jetzt schon so auf dieser Höhe. Ach, ach, oh, warte mal. Oh, shit, meine Cam. Oder hat man für den kompletten, für die 13 Durchläufe nur diese bestimmte Zeit? Wahrscheinlich schon. Okay, ich revidiere, dann wäre das Hardcore. LOL. Alles klar, okay. Dann, okay, das ist krass. Aber manche Dinge kann man dann ja gar nicht mehr sehen, oder? Boah, komisch. Egal, ey, lasst einen Daumen nach oben bitte da, dafür, dass wir das gewonnen haben. Ich hab's durchgezogen. Oh, ich hoffe, ihr hattet Fun damit. Ich weiß, viele von euch finden das sehr spannend. Ich auch immer wieder. Und ich freue mich auf weiteres. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.